Ich habe jetzt ein Interview mit einem Betroffenen, der hier vor dem Verwaltungsgericht Neustadt gegen den SWR geklagt hat, einen Rentner. Und da werden wir jetzt ein paar Fragen stellen und Antworten bekommen, die über die Motivationslage und wie das vor Gericht gelaufen ist. Michael, du warst jetzt vor Gericht. Ich habe das ein bisschen verfolgt, war mit dem Gerichtssaal. Du hast ja geklagt gegen den SWR. Was war deine Motivation? Die Richterin hat das jetzt quasi eingestellt und du zahlst jetzt doch. Was war deine Motivation überhaupt, hier heute herzukommen? Die Motivation ist ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass es auch ohne, dass jemand Sozialleistungen bezieht und ein Rentner ist mit geringem Einkommen, dass er automatisch befreit werden muss. Du hast ein geringes Einkommen als Rentner und beziehst aber keine Sozialleistungen. Deswegen bist du quasi aus der Regel raus. Richtig, richtig. Nur aus diesem Grunde fällt man aus der Regel raus. Das ist halt die Gesetzgebung, wo ich hab mir eigentlich sowieso nicht so viel ausgerechnet. Aber wichtig ist, dass man darauf aufmerksam macht und dass man vielleicht die Leute ein bisschen motivieren kann, den gleichen Weg zu gehen. Also du hast einfach geklagt, hast jetzt die Justiziarin quasi das SWR begrüßt, hast jetzt aber auch jetzt nicht wahnsinnig mehr Kosten. So die Richterin war quasi, du hast einfach deinen Protest jetzt quasi damit auch ausgedrückt, so verstehe ich das so ein bisschen. Richtig, genau. Und das soll eigentlich auch ein Bestreben sein, dass man sich wehrt in Deutschland. Wenn eine Armuts Grenze und wir haben 9 Millionen Leute momentan, wo an der Armutsgrenze leben. Ja. Das wird halt nicht zu einer Nummer. Darf ich fragen, weil es jetzt hier um Geld geht? Die neue NDR-Chefin bekommt, glaube ich, 250.000 Euro im Jahr. Jetzt, was ist denn deine finanzielle Situation? Darf ich das fragen? Weil darum geht es ja auch. Oder Wie sieht es aus? Also man verlangt von dir 17,50 Euro im Monat. Ja, das summiert sich ja jeden Monat. Ja? Und wie viel hast du denn zur Verfügung, wenn ich das fragen darf? Also bei mir... Wenn ich es nicht wissen darf, dann sag Bescheid. Ich habe knapp 350 Euro im Monat zur Verfügung. Also abzüglich der... Also du hast die Wohnung und alles. Und davon musst du noch Telefon zahlen auch und Strom? Oder? Wir bleiben... So 300, 350 Euro bleiben mir übrig im Monat und dann habe ich alles bezahlt. Bis auf die nicht lebensnotwendigen Kosten und da fällt bei mir die GEZ drunter. Mein Bestreben ist auch, wie gesagt, wo ich halt gesagt habe, es gehört eine Befreiung für Rentner, wo halt das nicht haben und keine Sozialleistungen beziehen. Jemand, der Sozialleistungen bezieht, hat 456 Euro im Monat und die habe ich bei weitem nicht. Und wie gesagt, ich möchte es auch nicht auf ein Sozialamt gehen oder irgendwas. Das ist eine Bürokratie, die kostet ich so viel Nerven und das bin ich auch psychisch nicht mehr in der Lage, das zu machen. Also wie gesagt, ich 350 Euro und davon 17,50 Euro sollst du zahlen, also wenn ich das richtig verstehe. Also das sind alle Fixkosten weg, wie Miete, Telefon, Strom oder Versicherungen oder was es da gibt. Ja, und das sind halt die Sachen, die man eben zur freien Verfügung hat, quasi, die nicht sofort abgehen. Ja, und davon sollst du eben jetzt diese Gebühren zahlen. Und die Justiziarin, die war mit im Raum. Wie hast du jetzt die Verhandlung erlebt? Ich habe es erlebt, wie sie dann abgeschlossen wurde. Wie hast du es erlebt? Also ich muss die Frau Richterin, also das war sympathisch und ich habe eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass da irgendwas anderes rauskommt. Wie gesagt, mein Bestreben ist einfach aufmerksam zu erlangen, dass sich die Menschen anfangen zu wehren. Ja, der Rundfunkbeitrag ist für mich eigentlich nicht lebensnotwendig. Das sind Gelder, wo verschwendet werden. Ja, wenn ich jetzt die WM sehe, wo ich eigentlich auch nur an einem fremden Fernseher mal gesehen habe, drei Kommentar,
drei Menschen, die halt da rumsitzen und Experten sind, dann zwei Experten im Stadion und so weiter und so fort. Die ganzen Reisen, die Busse und die dabei sind es Millionäre alle, die da stehen. Okay, Michael, dann danke ich dir und wünsche dir alles Gute. Ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass du jetzt auch mit mir gesprochen hast, dass das unter die Leute kommt. Danke ich dir nochmal. Und dein Gesicht wolltest du nicht zeigen, weil ja heutzutage ist immer ein bisschen schwierig. Oder? Weil wieso zeigst du dein Gesicht nicht? Vielleicht das noch? Ach, ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte auch nicht groß in der Öffentlichkeit stehen oder irgendwas. Und dann, das ist alles zu intim. Ja, kriegt man auch nur zusätzlich Ärger. Okay, dann danke ich dir, Michael. Bitteschön.